Hallo und herzlich willkommen zurück zu Layers of Fear, Folge 4 müsste es mittlerweile sein. Und wir haben in der letzten Folge die ganzen Schnipsel gesammelt. Von dem Bildchen von uns, glaube ich, ist es. Und hier geht alles... Okay, hier geht's raus. Da möchte ich doch nochmal oben gucken. Weil ich war mir in der letzten Folge ja gar nicht so sicher, wo ich hinlaufen soll. Da ja, wir ja in allen möglichen Richtungen gehen konnten und hier auf einmal alles komischerweise anders war. Hier war komischerweise der Deckenleuchter runtergekommen. Hier ist alles in Flammen aufgegangen. Ich gehe in Flammen auf. Und oben ist auch irgendwas passiert. Hinter uns, vor uns und überhaupt. Und hast du nicht gesehen? Mit allem hoch und runter. Hoi. Da war vorher keine Tür. Oh, Princess, don't sneak up on me like that. Especially when I'm working. So, what do you think? Oh, you like it? Well, that makes one of us. Naja, so schön gezeichnet ist in Anführungsstrichen, aber das Auge, ich weiß nicht, was er mit dem Auge so hat. Vor allem, wieso ist hier oben auf einmal eine Tür und nicht eine Etage? Ich meine, ist auch eine Etage, aber ich blicke nicht mehr durch. Ich blicke hier gar nicht mehr. Das Geräusch kennen wir. Das ist vom Badezimmer gewesen. Ach, hier gehen wir nur das Bild ab. Und was wäre gewesen, wenn wir mit dem Bild rausgerannt... Hä? Ich komme hier gar nicht mehr raus. Ich sehe auch nichts. Was wäre denn gewesen, wenn wir mit dem Bild rausgerannt wären? Nach unten? Schade, ich komme nicht mehr nach unten. Verdammt. Ach, hier ist eine Tür. Es ist schon wieder so still. Ich mag das überhaupt nicht. Ah. Da brauchen wir einen Schlüssel für, anscheinend. Die Frage ist nur, wo finden wir diesen Schlüssel? Und... Was ist denn? Warum blutet jetzt der Elchkopf aus der Nase? Oder aus dem Mund? Hat er seine Regel bekommen? War ich nicht. Oh, guck mal. Ein Schlüssel. Wie geil. War jetzt mal so eine spontane Idee mit der... Was ist hier los? Was ist hier los? Hallo? Okay. Es ist wirklich so, wie ich mir dachte. Guck mal hier. Alter. Die Mutter rückt immer weiter im Vordergrund. Der Vater verschwindet ganz so langsam. Alter Schwede. Ist schon kein Bild mehr da. Wir könnten uns immer noch entscheiden, aber ich...
Mich würde das mal brennend interessieren, wenn man das im Wechsel spielen würde. Einmal Mutter, einmal Vater, einmal Mutter, einmal Vater. Wird das dann so eine... Das wird bestimmt so eine gleichmäßige Geschichte wahrscheinlich dann zum Ende hin. Aber... Alter, ich bin gespannt, was da gleich noch... Und vor allem, ob wir noch mal im Haus rumrennen werden. Als Normalo. Oh Gott. Was? Ich bin gerade durch meinen Morgenurin gelaufen. Entschuldigt bitte. Das ist so, diese Optik ist so fies, wenn man so klein ist. Das macht das Ganze ein bisschen gruseliger. Okay, anscheinend muss ich hier rauflaufen. Boah, ich würde mich hier gerne noch so ein bisschen... Was ist das denn? Sollten wir uns vielleicht mal ein bisschen... Oh, ein Äpfelchen. Oh. Das ist schon ein bisschen... Der ist, glaube ich, schon ein bisschen länger da am Liegen, ne? Kann das sein? Was ist hier? Ist... Ist das so eine gute Idee? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Okay. Der Name wurde nicht genannt. Was? Hier war noch irgendwas anscheinend, oder? Aber wo? Ich habe Angst, dass jeden Moment irgendwie die Bücherregale hier runterkommen. Muss ich jetzt... Warte mal. Muss ich... Alter, mach doch nicht so was mit mir. Da ist der Ball. What the fuck, Alter? Ja, genau. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Puppen hasse? Seid sie ihr in Puppen. Are you out of your mind? What? You said there was gonna be a party. I just started a bit early. Whoops. Er hat da Stifte reingesteckt. Okay. Ja. Wie komme ich denn? Warum wackelt das jetzt so? Wie komme ich denn bitte darüber? Natürlich zurück. Natürlich. Tschüss. Mach's gut, Planke. Ah, vielleicht sollte ich mich ein bisschen beeilen. Ich komme. This was perfect. It has to be. I'm gonna prove you wrong. All of you. What? Not now, Princess. Go play with your dollies or your crayons. Daddy's very busy.
meine, er wollte ja ein guter Vater sein, ne? So wie es aussieht. Aber hier so aus Knete oder aus Farbe so einen Kuchen machen. Schon. Er hatte sich ja Mühe gegeben und alles und tralala. Vögel? Hier können wir. Ja, ist ja gut. Wir brauchen da irgendwie einen Schlüssel für. Ich frage mich, wo. Oh, das ist ja süß. Kommen wir irgendwie an der Vase dran oder so, wo wir den Schlüssel finden können, vielleicht? Ich hoffe. Finden wir denn den Schlüssel dafür? Zu lesen gibt es diesmal sehr wenig, finde ich. Also bisher. Aber dass wir hier nicht reinkommen, wundert mich ein bisschen. Ist alles zu. Egal was. Okay. Gut, die oberen Schubladen würden wir eh nicht rankommen. Wenn dann nur unten die Klappe. Boah, sieht aus wie irgendwie der Wolf. Von seinen Geschichten. Ungern sowas in Real Life erleben. What the hell did you do? Oh, you didn't mean to. Well, that makes it all better, doesn't it? It'll just magically unbreak because you didn't mean to. Go on, get out of here. Go to your room and break shit in there. Just take all your toys and smash them one by one. And keep at it. Maybe you'll finally get good at something. Eieieiei. Da haben wir seine Whiskyflasche zerstört. Der hat uns angebrüllt. Wir sollen ins Zimmer gehen, um da was kaputt machen. Und vielleicht werden wir da irgendwann mal gut drin sein, ihn kaputt machen. Hey, eine Kreuzung. Wie habe ich das immer geliebt bei Layers of Fear? Alter, wenn der jetzt den Kopf dreht, ne, und mich anguckt. Ich hab dann sofort einen Köttel in der Hose. Aber das sieht alles so cool aus. Auch wenn es ein Horrorspiel ist, aber. Ich mach mal wieder ganz leise die Tür zu. Warte. Gott sei Dank, da kommen wir nicht rein. Von da kam gerade der Krach her. Ich muss sagen, es ist mir schon viel zu lange sehr ruhig. Okay.
oben ist ein Knopf oder so. Ich glaube, ich komme da dran. Die Frage ist nur, soll ich den betätigen? Was passiert dann? Oh, wie süß. Okay, bevor ich da lang gehe, ich drücke den Knopf. Erstmal Knopf dran. Roter Button, immer. Ah, roter. Roter Button. Roter Button. Roter Button. Muss gedrückt werden, definitiv. So. Ganz langsam. So, erstmal alles runterschmeißen. Auf damit. Wie komme ich denn da dran? Kann ich jetzt einfach... Hä? Da komme ich doch gar nicht hin, oder? Oh. Kann ich den Stuhl dahin schieben? Nee. Die Kommode dahin ziehen? Nein. Wie komme ich denn bitte da dran? Ich will den Knopf drücken. Besteht da irgendwie eine Möglichkeit, irgendwas da... Nein, nein. Ah, warte mal. Was bringt mir das denn, hier drüben hinzukommen? Hier? Ein Zahnrad? Wofür brauche ich denn ein Zahnrad? Hm. Okay, ich würde sagen, was es mit dem Zahnrad auf sich hat, erfahren wir in einer weiteren Folge Layers of Fear, dem DLC, und... Dann schaltet ihr wieder ein und dann würde ich sagen, dann geht's weiter mit Horror. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, ihr natürlich auch. Also bis dann, ciao.